Also, ich weiß es einfach nicht, verstehst du? Ich weiß es nicht. Also. Jünter, jetzt denk doch nicht so fülle nach. Füllet einfach aus. Ja, füllet aus, füllet aus. Ich weiß einfach nicht, wie lange ich pro Tag hier mit der Verwandtschaft kommuniziere, verstehst du? Du bist doch die Quasselstrippe hier. Dann nimmst du eben ein außerkräftigen Minutenrichtwert. Was mach ich? Ach, du füllet doch einfach aus. Ja, füllet aus, füllet aus. Ich will in einer halben Stunde zum Kegel. Ich habe jetzt keine Zeit für sowas. Also. Ja, eben. Das ist es ja gerade. Nie hast du Zeit für irgendwas. Immer bist du gestresst. Und warum? Weil bei dir was nicht stimmen tut. Sag mal, Hilde, warst du etwa wieder in diese Frauengruppe? Nein, ich habe das gelesen. Hier. Bei dir stimmt nicht dein Dings. Na, dein Dings, dein Zeitmanagement. Ja, du musst deine Zeit besser in den Griff kriegen, Jünter, und das kannst du eben nur, wenn du entkommst. Entkommst? Wem soll ich denn entkommen? Dir? Also. Nein, die Beschleunigungsfalle. Entschuldige, wie redest du denn? Minutenrichtwert, Zeitmanagement, Beschleunigungsfalle? Was ist denn das für eine Schwarte? Sei mal her, ja. Was? Den Zeitdieben auf der Spur? 7 Schritte zum erfolgreichen Selbstmanagement. Hilde, wir waren noch mal so glücklich. Kannst du nicht einmal wieder die Bunte lesen? Jünter, jetzt füllet aus. Und vergiss nicht, dass du reservieren musst. 60 Minuten für Unvorhergesehenes. Unvorhergesehenes? Was ist denn das nur wieder? Ja, wenn eine S-Bahn streikt oder wenn das Klo verstopft ist oder wenn du plötzlich leidenschaftlich wirst. Leidenschaft halt durch hier unter Familienleben. Ja, habe ich hier eingetragen. Ja. Ja, wirklich? Ja. 3 Minuten. Drei Minuten? Oh, ich habe ein bisschen Luft gelassen beim geschätzten Richtwert. Und was kommt nun raus bei deinem Zeitverwendungsprotokoll? Bei meinem Also ich verwende pro Tag an Zeit 29 Stunden. 29 Stunden? 29,5, um genau zu sein. Aber Jünter, das ist über das Limit. Der Tag hatte nur 24. Na, vielleicht bin ich deswegen so gestresst. Also. Nein, du bist nicht richtig organisiert und das stresst da. Na, hier hat es doch schwarz auf weiß. Ich habe mehr Beschäftigung, als der Tag Stunden hat. Vielleicht schläfst du ja zu lange. Nee, ich schlafe nicht zu lange. Ich brauche meine 10 Stunden. 10 Stunden, das kommt ja in der Endlagerung gleich. Kick mal, hier steht Napoleon, ja? Was, Napoleon? Der Napoleon hat nur 4 Stunden geschlafen. Der Napoleon war ja auch nur 1,49 Meter groß. So ein kleiner Körper regeneriert doch auch viel schneller. Ja, aber Napoleon seine Nachtschlafregel. Nachtschlafregel? Was ist das wieder für eine Scheißregel? Also 4 Stunden für Männer, 5 für Frauen und 6 für Idioten. Das ist doch wohl unerhört. Ja, also ich lasse mich doch hier nicht von einem verstorbenen korsischen Zwerg loben, der auch noch Waterloo verloren hat, von dem lasse ich mir noch nicht vorschreiben, wie lange ich in der Koje zu liegen habe. Diese alte Zwerchmütze da. Trotzdem musst du besser organisieren. Na, kick doch mal bloß deinen Schreibtisch an. Was ist denn jetzt mit dem Schreibtisch? Außer, dass der einen halben Meter zu hoch ist für Napoleon. Du müsstest einfach mal Ordnung schaffen. Na, wie denn? Nach der 4-Quadranten-Methode. Ja, beziehungsweise nach dem Präsident-Eisenhower-Prinzip. Also Napoleon, Eisenhower, also wenn es so weitergeht, Hilde, dann fängst du dir heute noch eine. Und zwar nach dem Ernst-Aulus-Prinzip. Ja, damit es klar ist. Also wirklich. Jünter, das ist doch ja nicht so schwer. Versuch es doch vielleicht mal mit der, na, mit der Alpen-Methode. Sag mal, Hilde, hast du eine Sehstörung? Ich arbeite bereits nach der Alpen-Methode. Hier, Berge über Berge, seit Jahren schon. Das ist doch eine. Und hier, die unbezahlten Rechnungen, ja? Das ist das Matterhorn. Das ist eine Abkürzung. Matterhorn ist doch keine Abkürzung. Nee, aber Alpen, hier. A steht für
Aktivitäten schriftlich festhalten, L für Länge schätzen, P für Pufferzonen reservieren, E für Entscheidungen treffen und N... Ja, für nachlassende Nächstenliebe, ja. Nein, Nachkontrolle. Ich glaube, die haben sie ins Gehirn gepuffert. Also ich gehe jetzt kegeln. Unser Gespräch ist 10 Minuten über den Richtwert. Na, sag mal. Und während ich weg bin, kannst du vielleicht mal überlegen, was eigentlich mit deinem Zeitmanagement los ist. Wieso denn das? Na, ich sage nur Küche. Wie jetzt Küche? Wieso bin ich eigentlich der einzige Mann auf der Welt, der sich jeden Abend... Ja, was? ...de Fertigmenüs unter der Achselhöhlen auftauen muss? Huh?